Und dann kommen wir zu einer wesentlichen Neuerung, die finde ich gut. Ich kann mehrere Projekte gleichzeitig öffnen und kann die nebeneinander legen. Ne? Und ich kann dann von einem Projekt in das andere was einfügen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zur ETS 6. Die ETS 6, ich habe sie gerade mal hier, den Dongle habe ich hier. Die hatten wir euch ja schon vor, über einem Jahr hatten wir euch die ETS 6 vorgestellt, also lang noch, bevor überhaupt die ETS 6 am Markt erschienen ist. Jetzt ist sie am Markt erschienen und heute wollen wir drei Dinge tun. Zum einen, wir wollen mal kurz euch zeigen, wie die Installation, das Update funktioniert. Dann schauen wir mal drauf, was ihr von der ETS 6 überhaupt haltet. Vielleicht machen wir das gleich am Anfang. Und dann werde ich zum Schluss nochmal so ein Fazit ziehen. Aus unserer Sicht, lohnt sich das überhaupt, jetzt die ETS 6 sich zuzulegen? Lohnt sich das Update? Oder kann man nicht mit einer alten Version, in Anführungszeichen, alten Version, ne? Kann man mit der ETS 5 auch auskommen? So, dann starten wir doch mal. Ich glänze nochmal kurz ein. Das ist ein Beitrag von uns vom 1. Juli 2020. Damals hatten wir es getitelt KNX ETS 6. Wann kommt sie? Was bringt sie? KNX RF Multi und KNX Secure. So, und ihr kennt ja die Zeit, da war ja Corona und es gab die Light and Building damals nicht. Es war ja geplant, schon die Light and Building, für Februar, März. So in dem Zeitraum war das ganze Jahr. Da soll die ETS 6 vorgestellt werden, vielleicht so ein bisschen auch zu unserem Hintergrund. Mich begleitet die ETS-Software seit 2008. Ich habe also damals mit der KNX ETS 3 begonnen, also noch wirklich Urzeiten. Ne? Davor gab es die ETS 2, die kenne ich nicht mehr, die Zeiten, und am Anfang die ETS 1. Und ja, wir hatten euch damals alles vorgestellt und das ist jetzt auch quasi so umgesetzt worden. Wir schauen jetzt mal, jetzt dürfen wir es auch. Wir schauen mal in die finale Version rein. Und zum Anfang möchte ich nochmal, wir hatten euch die Frage gestellt, was glaubst du, wie lange es KNX-Technik noch geben wird? Ich blende es euch mal ein. Das ist also das Ergebnis in der Community. Es sind so ungefähr 250 Stimmen innerhalb von 24 Stunden. Und die meisten sagen halt, dass die KNX-Technik noch mindestens 20, 30, 50 Jahre geben wird. Einige sagen sogar noch locker 100 Jahre. Und nur 9% sagen keine 10 Jahre mehr. Ne? Also kann man jetzt nehmen, wie man es will. Stelle ich mal hierher, muss man nicht die ganze Zeit hier einblenden. Also die meisten von euch sagen, KNX ist wirklich jetzt für die Dauer gemacht, setzen deshalb auch KNX ein als System, ne, mit den vielen Komponenten, die es da gibt. Kein anderes System bietet so viele Komponenten. Das ist die eine Seite. Ne? Wir schauen heute mal ein bisschen die andere Seite an. Also es gibt nicht nur Pro KNX, also von der Wahl schon, aber in der Software selbst schauen wir mal ein bisschen rein. So, und was anderes hatten wir, wir hatten noch eine andere Frage in der Community gestellt. Wie bist du mit der ETS 6 Software zufrieden? Das haben wir auch mal gestellt, das war jetzt vor 3 Tagen. Und das sagen die meisten von euch, ich habe die ETS 5 und bin zufrieden damit. Ne? Und 27% sagen, ich vermisse echte Neuerungen bei der ETS 6. So, und nur 3% sagen, ich habe die ETS 6 neu und bin zufrieden. So ein bisschen kann man schon ablesen, wie die Stimmung bei euch da ist. Ich gebe das einfach nur wieder. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir steigen mal ein in die ETS 6 Installation. Zum Hintergrund, wir haben hier mehrere Lizenzen und ich habe jetzt eine Lizenz von der ETS 5 Professional auf die ETS 6 abgedatet. Das Ganze kostet 350 Euro netto. Und viele von euch draußen werden jetzt die Frage stellen, lohnt es sich jetzt das Update? Brauche ich das überhaupt? Ne? Und kommen wir zu der Antwort, kommen wir zum Schluss, weil wir wollen jetzt ein bisschen reinschauen. Vielleicht noch als einen Punkt, was ich auch jetzt mit Kollegen besprochen habe, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen wir zusammenarbeiten. Viele sagen, wir haben jetzt 4 Lizenzen, ETS 5 Professional, 4 Lizenzen. Wir sollten ein bisschen größer das Ganze machen. Wir haben auch mehr Lizenzen. Das Update kommt für jeden, gilt also für jeden. Ne? Also für jede Lizenz muss ich diese Update-Gebühr bezahlen. So,
So, jetzt schauen wir mal rein. Jetzt haben wir die Datei runtergeladen und jetzt starten wir mal das Ganze unter Windows. Ja, unter Windows. Ne? Gibt es halt nach wie vor unter Windows, nur unter Windows. So, und was auch hier wieder sichtbar wird, wir haben dieses Microsoft .NET Framework. Ne? Darauf basiert das, wie die ganzen, die ganze Seite ETS 3, wo ich sie kenne, setzt das also darauf auf. So, jetzt haben wir die ganze Software, ich beschleunige das Ganze mal jetzt, jetzt haben wir die ETS erfolgreich installiert und dann sieht man mal, ich blende es euch mal ein, links habt ihr die ETS, haben wir die ETS 6, rechts haben wir die ETS 5, auch das Icon, was wir jetzt haben, das ist alles ähnlich. So, dann starten wir doch mal die installierte Software, vielleicht für euch zur Information, so als Hintergrund. Wir haben das Ganze in einem virtuellen Betriebssystem laufen. Also das Ganze virtualisieren wir. Nutzen wir dazu Parallels. Wir haben grundsätzlich nur macOS im Einsatz. Ne? Also für all diejenigen, die jetzt sich fragen, warum sieht das so aus? Ich glaube, das sieht unter Windows ganz genauso aus, aber wir virtualisieren das. So, und da sieht man auch schon initialisierte Applikationen. Da läuft die ETS Professional. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da müssen wir uns jetzt einwählen, da habt ihr diese bei MyKNX diese Zugangsdaten, kein Thema, wählt euch ein. So, jetzt habe ich hier mal hier von mir eine der Lizenzen genommen, die ETS 6 Professional und jetzt funktioniert das Ganze. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, jetzt habe ich diesen Stick hier, ne? Diesen kleinen Stick gibt es seit der ETS 5, ne? Das ist auch mal ein ETS 5 Dongle gewesen, den nutze ich jetzt. Ihr seht hier, wir müssen das eingesteckt oder wir müssen hier diesen USB-Dongle einstecken. So, haben wir das Ganze getan, funktioniert das auch sehr gut und dann sind wir auch schon drin in der ETS 6. Was ich hier schon mal wieder gut finde, was finde ich gut? Ne? Ich sage auch dann, was ich schlecht finde. Was ich gut finde, es ist viel übersichtlicher. Ne? So, also für diejenigen, die mit mehreren Projekten arbeiten, ne? Die vielleicht parallel an 2, 3, 4 und mehr Projekten arbeiten. Also da ist die Übersichtlichkeit viel besser gegeben. Man kann natürlich dann jetzt auch neuerdings Bilder hinterlegen. Ja, also ob jetzt oben immer hier diese Neuigkeiten von der Connex da zu sehen sein müssen, welche neuen Komponenten es gibt, weiß ich nicht. Ist Geschmackssache, kann man ausblenden. So, und jetzt konvertieren wir mal ein Beispielprojekt. Das Ganze heißt Smartest Home 1. Ne? Das ist also von uns dieses Beispielprojekt, was wir auch in dem ETS-Videokurs nutzen und das funktioniert also jetzt ziemlich schnell. Oh, das seht ihr auch mal schon, das ist absichtlich von uns auch mit integriert in unserem KNX-ETS-Kurs, ne, für die ETS 5, ETS 6. Da seht ihr, da haben wir hier eine Komponente, die ein Plugin benötigt. Da muss man natürlich dann den Kompatibilitätsmodus aktivieren. Das wisst ihr, wie das funktioniert. So, es ist bloß hier nochmal gezeigt worden. Also das müsst ihr auch in der ETS 6 vornehmen, diesen Kompatibilitätsmodus aktivieren. So, und dann kann man natürlich auch hier bei älteren Komponenten, die noch mit Plugins kommen, kann man die Plugins nachinstallieren. So, und jetzt schaut euch das Ganze mal an. Das nennt die Connex, nennt das jetzt Dashboard, was wir hier sehen. Oberfläche kann man auch sagen. Ich habe jetzt mal hier das Smartest Home 1 unser Beispielprojekt aus dem Kurs genommen. Das Bild ist jetzt aus einem ganz anderen Thema, aus einem ganz anderen Projekt. Ne? Und daneben haben wir auch diesen Wetterstationskurs, habe ich auch mal mit hier einfach importiert. Ne? Das geht ziemlich zügig, funktioniert fehlerfrei, ne? Bis auf dem, wenn ihr ein Plugin habt. So, jetzt mache ich mal diesen Smartest Home, mache ich mal auf, dieses Projekt. Ich glaube, wir haben es jetzt ein bisschen anders gemacht, damit nicht jeder reinsehen kann, was in dem im Kurs im Detail, wie das aussieht. Wir haben ein bisschen modifiziert, ein Kollege hat modifiziert. So, und dann sieht die Oberfläche jetzt, was ihr hier seht, ne, in der ETS 6 identisch aus wie in der ETS 5. Ne, also das vielleicht gleich mal zum Anfang, wenn ihr jetzt irgendwie da den großen BAM, diese große Neuerung erwartet, das ist nicht. Ne, also das auf keinen Fall. Es sind Details, wo Dinge hinzugefügt wurden. So, was ich gut finde hier, den Online-Installationsdiagnoseassistent, den gab es vorher auch noch nicht, wo man jetzt Prüfungen machen kann, wie es überhaupt ausschaut, was ist schon
aktiviert, beziehungsweise wo ist schon was angelernt, was ist nicht angelernt. Dann gibt es diesen Fehlerdiagnoseassistent. Ja, also die Praxis sieht dann immer schon ein bisschen anders aus. Das wird sich auch bei der ETS 6 zeigen. Ich sehe da keine großen Unterschiede zur ETS 5. Wenn man jetzt ein Gebäude hat, man ist wirklich hat ein größeres Gebäude und irgendwas funktioniert und läuft nicht. Ne? Also da ist mehr erforderlich in der Praxis, als dass ich irgendwo auf eine Taste drücke und es wird mir sofort der Fehler angezeigt. Ne? Also da muss man dann sehr häufig, ich spreche aus Erfahrung, in die Tiefe gehen. So, was finde ich gut? Ich finde gut, wenn ich jetzt ein neues Projekt anlege, das seht ihr hier, ne? Da gibt es so eine Unterteilung, weiß ich nicht, ob man das braucht, öffentliches Gebäude, Stadtprojekt, Villa, Wohnung, ne? Also trotzdem finde ich es gut, es ist übersichtlich, es gibt jetzt auch so ein Installations- oder so ein Projekt-Wizard und dann kann man ziemlich schnell loslegen. Ne? Hier also auch die Dreistufigkeit, Zweistufigkeit, die freie Projektierung, wir haben natürlich immer die Dreistufigkeit, ist ja klar. Und dann kann man auch nochmal hier, dann man sieht ja auch, was die Connex jetzt, in welche Richtung sie gehen will. Ne? Sie will also mehr diese Nachrüst-Funkgeschichten, diese KNX-RF, das will sie mehr forcieren. Ne? Ich nehme das mal so an. Ob das in der Praxis jetzt so notwendig ist, weiß ich nicht. So, ihr seht das hier zum Beispiel, also diese Twisted Pair Powerline Radio Frequency, die ganzen Abkürzungen hier für die verschiedenen Datenübertragungsmedien oder Typen oder IP. Wir haben jetzt vier Möglichkeiten. Ne? Twisted Pair ist halt das klassische grüne Kabel. Powerline, Stromleitung, ganz selten bis gar nicht. Kenne ich nicht. Und KNX-RF, die neuen Funkkomponenten. Und IP kennt ihr auch alle. Nutzt man parallel zu Twisted Pair, also über das grüne Kabel, dann über das Netzwerkkabel. Was finde ich noch gut? Also wir haben es ja am Beispiel des Smartest Home, unser Projekt hier nochmal, dass man als Übersicht nochmal hier sieht, wenn man was hinzufügt, ob er jetzt ein Gebäudeteil oder ein Stockwerk oder Räume das Ganze hinzufügen will, Schaltfunktion, ist mehr Übersichtlichkeit. Ne? Das gab es bei der ETS 5 auch schon, ist jetzt ein bisschen strukturierter gemacht und auch mit Symbolen hinterlegt. Ne? Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das braucht. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Wenn wir jetzt zum Beispiel Gebäudeteile hinzufügen, da gibt es eben Küche, Schlafzimmer, Treppenhaus, Wohnzimmer. Für meinen Geschmack sind die Symbole ja ein bisschen mehr so, also mich erinnert das so ein bisschen an, ja, ein bisschen kindlich, würde ich sagen. Das sind so mein Eindruck, wie die Symbole sind. Also wie so erinnert so an Freeware-Architektursoftware, was hier an Symbolen ist, wie die es gemacht haben. Hätte man vielleicht ein bisschen professioneller machen können, meine Meinung. So. Aber ansonsten, es ist viel mehr Struktur, es ist mehr grafische Icons. Ne? Also heute im Jahre 2021 müsste sowas selbstverständlich sein. So, und dann kommen wir zu einer wesentlichen Neuerung, die finde ich gut. Ich kann mehrere Projekte gleichzeitig öffnen und kann die nebeneinander legen. Ne? Und ich kann dann von einem Projekt in das andere was einfügen. Konnten wir bisher überhaupt nicht in der Form oder gar nicht. Kann ich jetzt. Ne? Ich kann jetzt eine Wohnung, ich kann ein Haus, kann das nebeneinander geöffnet halten und kann mir angucken, wie habe ich es da gemacht oder wie übernehme ich das. Ne? Ich kann aus dem bestehenden Datensatz Dinge übernehmen. Finde ich sehr, sehr gut. Ne? Also das hat uns wirklich gefehlt. So, das ist so eigentlich schon, neben dem Beitrag, den wir euch schon gebracht haben, ist das so das Wesentliche schon gewesen. Ne? Also fassen wir einfach mal zusammen. Es ist viel übersichtlicher geworden gegenüber der ETS 5 ne? Oder übersichtlich. Das viel kann man vielleicht so, das ist Geschmackssache. In der Programmierung ändert sich gar nichts, ist ja klar. Ne? Es muss ja auch abwärtskompatibel sein. Also wer weiß, wie Gruppenadressen connected werden, was ich wo einstellen muss, was ich in der Parametrierung einstellen muss. Der ist in der ETS 5 und ETS 6 ist das Gleiche. Ne? Und deswegen auch bei unserem KNX-Programmierkurs ändert sich erstmal gar nichts, obwohl es in Kürze ein Update gibt, wo es dann nur noch alles auf ETS 6-Basis gibt. Ne? Abwärtskompatibel. So, was fehlt mir? Mir fehlt zum Beispiel mir persönlich und ich denke mir auch, das geht in vielen anderen genauso, mir fehlt die Mac-Version, muss ich ehrlich sagen. Also es wäre doch kein Thema jetzt auch, dass man das auf den Mac portieren
portiert. Und gerade so, wo die Connex ja so ein bisschen auch immer im gehobenen Segment unterwegs war, vielleicht jetzt nicht mehr so, aber sie war im gehobenen Segment und dort sehe ich einfach, ist der Mac Standard, ne? Oder fast Standard. Und da müssten wir nicht mehr mit einer virtualisierten Umgebung hier arbeiten. So, und was vermisse ich wirklich? Und das kommt, denke ich mir, der ETS 7, ne? Also in, wann auch immer die kommt, in 3-4 Jahren. Was ich wirklich vermisse, man müsste eigentlich mal jetzt, wenn ich jetzt einen Aktor und einen Sensor habe, müsste man mal Verknüpfungsvorschläge bringen, automatisiert. Ne? Wenn ich jetzt hier allein schon in die Software ein Projekt anlege, da bin ich noch gar nicht draußen bei der Wohnung, bei dem Haus. Ne? Da bin ich noch nirgendwo. Sondern wenn ich mir einfach in der Software virtuell ein Haus erstelle, was seine Räume hat oder seine Stockwerke hat, seine Räume hat, und was, sage ich mal, so eine bestimmte Topologie hat, dass wenn ich dann die Komponenten da reinziehe, dass automatisch gecheckt wird, hat denn eigentlich der Aktor eine Verbindung zum Sensor oder welche Möglichkeiten der Verbindung es gäbe. Das wäre so mein Input, was ich jetzt hier mir wünschen würde. Mir ist klar, das war mir auch vor einem Jahr schon klar, dass das nicht in der ETS 6 und schon gar nicht zum Start der ETS 6 kommt. Somit bleibt es einfach nur, die ETS 6 ist eine kosmetische, sage ich mal, eine kosmetische Verbesserung. Es ist Kosmetik betrieben worden und vielleicht kriegen wir den großen Wurf mit der ETS 7, was wir uns alle wünschen, dass es viel einfacher funktioniert, dass man die ganzen Sachen nur noch zusammensteckt und dann automatisch erkannt wird, was ist überhaupt zusammengesteckt worden. Und natürlich muss man auch beachten, das System ist über 30 Jahre alt und ja, also die Software ist natürlich auch über die Jahre weiterentwickelt worden. Es gibt viele, die da mitreden und das Ganze muss koordiniert werden, das ist mir schon klar. Also das ist jetzt mal so die meine Sicht der Dinge, unsere Sicht der Dinge, die Sicht von Smartest Home. Und es wird jetzt Updates geben von der ETS 6, ne? Was weiß ich, da kommt dann die 6.1, 6.2, und so weiter, bis dann man in Jahren, ne, man muss ja bei der Connex immer gucken, das sind ja Jahre, die da ablaufen, mal die ETS 7 vorstellt. Und da könnte es auch sein, dass in der ETS 7 dann die Mac-Version dabei ist. Ne. Das würde uns alle freuen. Und ansonsten vielleicht nochmal meine Empfehlung, wer jetzt mit der ETS 5 arbeitet und damit zufrieden ist und jetzt nicht in die Welt von Funk Anbindung, Segmentkopplern, also im Bestand Gebäude erweitern will, ohne dass er irgendwelche Änderungen vornehmen will. Ich spreche das jetzt wirklich mal so ganz allgemein. Für den erlangt die ETS 5, denke ich mir, jetzt auf die nächsten Jahre noch. Ne? Und er kann sich auch das Update sparen. Wer das jetzt, ich sage mal so, businessmäßig betreibt, für den, denke ich mir, ist auf jeden Fall das Update auf die ETS 6 Pflicht. Wer neu einsteigt, der hat gar keine andere Chance mehr. Der muss die ETS 6 verwenden. So, das war meine, unsere Vorstellung zur ETS 6, wie es ausschaut mit den Varianten, die es gibt, was wir eh sowieso schon vorgestellt hatten vor einem Jahr, jetzt nochmal konkretisiert. Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das seht, wenn ihr die ETS 6 oder ETS 5 im Einsatz habt. Schreibt es gerne unten rein und ansonsten, ihr kennt ja unsere Community. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf den Daumen, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.